Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diablo 2 Resurrected. Schön, dass du wieder dabei bist hier in Garderobe Deluxe und oh, Oberwatz. Achso, und das ist auch der, der Dingsbumsbaum. So, wird doch in Vitalität gehen. Baumkopf Holzfaust. Hat einfach mal mein Skelett aus dem Leben gejagt. Und den Golem. Was ich persönlich eine Frechheit finde. Doch, der war noch da, okay. Jagdbogen, Eisenhut. Ja, meine Taschen ist schwer voll. So, schauen wir mal. Ah, der kann zur Not weg. Dieser Baum erstrahlt in innerem Licht. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Dann bringen wir mal die Sachen weg. Direkt am Anfang der Folge den Quest gelöst. War ein bisschen ungewöhnlich. Ah, ausgezeichnet. Ich habe die Runen dieser Schriftrolle entziffert. Ihr müsst die Monolithe finden und in der Reihenfolge berühren, die ich aufgeschrieben habe. Gut, das machen wir dann gleich. So, was haben wir? 2 Energie, Giftwiderstand plus 5. Der ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, diesen, je nach Situation. Nein. Guten Tag. So. Ja, wobei, wir finden bestimmt noch bessere Giftwiderstandsdinge. Zweihand weiß ich auch nicht, ob wir die benutzen. Quest-Item sollten wir behalten. Und wir sollten mal rappen gehen. Das wollte ich machen. Ja, und dann auf zum Feld der Steine. Was kann ich für euch tun? Natürlich blöd, dass wir jetzt dann einen anderen Wegpunkt nicht genommen haben, aber das Portal steht ja noch. Und jetzt sollen wir bei dem Baum die Sequenz benutzen. So, der Baum war hier oben irgendwo, ne? Wo hat er denn? Warte, hatte da. Da, da sind sie. Nicht der Baum. Die Steine natürlich. Lederhandschuhe. Dafür brauchen wir eigentlich nicht mal aufstehen normalerweise. Gut. Dann versuchen wir das mal. O, 2, 3, 4, 5. O, 2, 3, 4, 5. Geister und Asche sind vom stolzen Tristram geblieben. Und die Musik. Ave Sohme, sage ich dazu nur. Und der gute Griswold, der hat ganz schön viel AP.
Nützt ihm aber auch nichts. So, Falkenhelm. Heißt Druide. Und noch ein Obermotz. Oh, und dann kriegt nämlich unser Golem schon ganz schön auf die Nase. So, es ist übrigens so, ich hatte das kurz nachgeguckt. Es gibt auf den Stufen unterschiedliche Verbesserungen. Mal kriegen wir neue Skelette dazu, mal werden die nur stärker sozusagen. Macht aber auch Sinn. Es war nur kein Portal hier, ne? Nice. Toll, Garul. Hast du gut gemacht. Belastend. So. Müssen wir sogar unsere Armee hier zusammenbauen? Da oben waren die Steine. Ja, der Begleiterin, der messe ich jetzt wirklich nicht unbedingt so einen hohen Mehrwert zu. So, jetzt müssen wir nur unsere Klamotten wiederfinden. So, nehmen wir das an. Diese Blitzverzauberung ist und bleibt ekelhaft. Da gibt's nichts. So, Kurzstab. Heiltränke, Mana-Tränke, Heiltränke. Alles easy. Hilfe. Deckard Kane. Geht sofort, wenn euch euer Leben lieb ist. Ja, man merkt, dass wir jetzt immer so ein bisschen ausgelassen haben zu grinden. Was ist denn mit der Musik los? So, warte mal. Haben wir denn hier? Plus 1, Eisstoß, nur Zauberer, nur Zauberer, Zauberer. Schaden 2 bis 7, der ist sogar besser. Gut. Trotzdem würde ich gucken, ob wir das Bein hier bekommen. Was ist denn eigentlich mit meiner Skelettarmee los? Was stimmt denn mit denen nicht? Immer dran denken, dass wir die aus den Leichen rausholen müssen. Ja.
Plus 3 Verteidigung ist natürlich auch jetzt wieder so, nichts, um zügig durch ein Spiel zu kommen, ne? So. Können wir zumindest hier einmal aufräumen, damit wir hinterher sagen können, wir haben mit Tristram gerecht. Ja. Und ich will auch nicht zu groß, zu schnell vorrennen. Sonst haben wir hinterher so dieses Level hinterher hecheln. Dass wir in einem Gebiet kommen, wo wir eigentlich erst später hingekommen wären, oder wo unser Level nicht dem entspricht, wenn man alles grinden würde. Was ich meine? Das würde ich gerne verhindern. So, und dann haben wir jetzt das Portal. Das Stadtportal steht noch. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu Fuß zurück nach Hause. Weil dann können wir nämlich den... Wenn wir weiterlaufen müssen, können wir dann das Portal, was ich schon habe, nehmen. Das bietet sich durchaus an. Ja, wegen der Ausdauer, ne? Das ist so eine Geschichte. Wo ist der Teleporter? Gut. Stay wild and listen. Ihr habt euer Leben riskiert, um Kane zu retten. Dafür danken wir euch. Bitte. Wir müssen unverzüglich seinen Rat suchen. Aber klar. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren. Warum sagst du nicht? Bedauerlicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Diablo, der Herr des Schreckens, wurde wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit unter Tristram besiegt. Und als unser Held triumphierend aus dem Labyrinth unter der Stadt zurückkehrte, feierte er ein großes Fest, das mehrere Tage dauerte. Doch im Laufe der Wochen wurde unser Held immer wunderlicher. Er hielt sich von den anderen Stadtbewohnern fern und schien Anfälle finsterer Niedergeschlagenheit zu erleben. Ich dachte, möglicherweise wäre seine Prüfung so schlimm gewesen, dass er sie nicht vergessen konnte. Der Held schien mit jedem Tag, der verging, zerrissener zu sein. Ich erinnere mich, er erwachte viele Male schreiend in der Nacht und brüllte stets etwas vom Osten. Eines Tages verschwand er einfach und wenig später wurde Tristram von Legionen grässlicher Dämonen angegriffen. Viele wurden abgeschlachtet und die Dämonen ließen mich zum Sterben in diesem verfluchten Käfig liegen. Heute glaube ich, dass Tristrams Held der dunkle Wanderer war, der diesen Weg nahm, bevor das Kloster fiel. Und ich fürchte noch Schlimmeres, mein Freund. Ich fürchte, dass Diablo von dem Helden Besitz ergriffen hatte, der ihn besiegen sollte. Wenn das stimmt, wird Diablo mächtiger werden als jemals zuvor. Ihr müsst ihn aufhalten, sonst ist alles verloren. Okay, machen wir doch glatt. Okay, dann 17 Angriffskraft. Ich erkenne ein Muster. Gucken wir mal hier hin. Mal so. 1 bis 5. Das ist auch eine Zweihand, ne?
bis 6. 10, 7. Also mit dem Blitzwiderstand ist natürlich ziemlich nice, ne? Je nachdem. Wenn wir jetzt nochmal wieder zurück müssten und das nochmal machen, dann wäre das natürlich sehr cool. Seid gegrüßt! Als ich aus dem Kloster floh, habe ich den Horadrim Malus zurückgelassen. Meinen magischen Schmiedehammer. Wenn ihr ihn mir zurückbringen könnt, werde ich mit seiner Magie eure Ausrüstung verbessern. Da müssen wir jetzt schon mal ein graues Teil sammeln, handeln lassen. Was? Behalten war das Wort, was ich gesucht habe. Behalten. Gut, gerappt haben wir. Gold haben wir ja verloren. Das heißt, findet den Horadrim-Würfel in der Kaserne des Klosters. Ja, wir reisen jetzt erstmal zurück, denn den Quest im Turm will ich auch eigentlich gerne machen. Den wir jetzt erstmal finden müssen. Das wäre der Durchgang, ne? Genau. So, mal gucken. Was wir hier so alles finden. Level up finden wir da sofort. Es ist ja sehr praktisch. Oh, und ein Saphir. Hey, geht ja gut los. So, hier geht's wieder rein in... Naja, jedenfalls da geht's rein. Wieder ein Riesenzauber. Ja, ich weiß gar nicht, wann wurden denn eigentlich diese Zauber eingeführt? War das schon von Anfang an? Ich kann mich da so recht gar nicht erinnern. Ich meine nämlich, die wären erst später gekommen, oder? Und die andere Frage ist, war das überhaupt hier? Auf dieser... Im Dunkelwald war da der Bücherstand? Oder war der noch weiter weg? Ich weiß das nicht mehr. So, mal schauen. Ist halt ein zusätzlicher Quest, der aber gut Erfahrung gibt. Und ein wirklich großes Dungeon freischaltet. Oder beziehungsweise wir laufen dann da rein. Und der Garderole in der letzten Folge so, ja, wir müssen immer schön an das Ende laufen, damit wir auch alles sehen. Und jetzt so, Garderole läuft einfach hier weiter rum. Man kennt ihn. Das ist auf jeden Fall eine größere Versammlung. So, immer gucken, wo der Typ ist, der die beschwört. Würdet ihr euch eigentlich wünschen, dass bei den Monstern diverse Sachen angezeigt werden? Also Sachen wie fett die HP oder das Level, damit man so ein bisschen einen Eindruck hat, ob man hier schon sein sollte? Oder sagt ihr... Naja, dadurch, dass ich hier rumlaufe, bekomme ich das ja eh mit, ob ich stark genug bin oder nicht. Das soll ruhig so bleiben. Man soll sich ruhig in der Welt, und das ist ein grundsätzlicher Game Design-Entscheid, man soll das über die Welt selber spüren.
Das ist im Game Design gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Weil wirklich viele Leute, mich eingeschlossen übrigens, sehr viel Wert auf Immersion legen. Der natürlich verloren geht, wenn man da so alles eingeblendet kriegt, ne? Klar. Ich wüsste es gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob die Gefahr und das Gefühl der Gefahr weniger wird, nur weil man es wirklich obviously sieht. So. Bei Gefahr geht es ja um das Gefühl, dass irgendwas im Spiel irgendwie vermittelt. Ob es eine rote Zahl ist oder wirklich das Wissen, ich bin jetzt hier hingelaufen, jetzt habe ich so oft die Kauleiste bekommen. Hier war ich offenbar zu früh in diesem Gebiet. Dass nur durch Zahlen dargestellt wird, erinnert mich immer so ein bisschen an die. Naja, es erinnert mich so ein bisschen an die Wildschweine in Gothic. Da war es offenkundig, ne? Wenn du da zu früh da in den Wald reingelaufen bist, dann habe ich die Wildschweine umgehauen und da war völlig klar, okay, hier bin ich jetzt zu früh, ne? Hätten die Wildschweine jetzt ein rot leuchtendes Schild auf dem Kopf gehabt, hätte es, glaube ich, nur die Immersion gebrochen. Alles andere wäre gleich geblieben, oder? Sehe ich das falsch? Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, würde ich, glaube ich, sagen. Ah, und von daher, also ich glaube, mir ist es so lieber. Nur der klassische Style. Ich mag das zum Beispiel auch in New World. Das wurde dann wieder von diesen vielen bequemen Amis, die ja immer nur bequem sind und sonst nichts, bemängelt. Na, ah, es gibt keine Minimap und so. Ich fand es eigentlich ganz erfrischend, weil ja, du wirklich dieses in das Spiel eintauchen ist dadurch stärker. Ne? Das ist so. Das ist so. Und wenn man, letztlich spielt man ja Spiele nicht, um irgendwie einen Weltrekord aufzustellen und durchzurennen, das ist ja, was ich auch mal betone, sondern um das Spiel auch zu erleben. Und das passiert natürlich auch nicht, wenn du da durch eilst. Ich fiel gar kein besseres Wort ein. Du durchhechtest, durchstürmst. So, ich würde vorschlagen, ich suche mal den, oh. Ja, ich wollte gerade sagen, ich suche mal den Bücherständer, aber der kann jetzt nicht weit sein. Ich meine, der wäre immer so halbwegs. Markante Orte wären immer halbwegs in der Nähe eines Teleporters. Und ja, das Buch, was wir dort lesen wollen, gibt es die Quest, in den Turm zu gehen, zu der Hexen-Heini-Tante. Und diese wiederum können wir auf Cooldown sozusagen farmen. Und die droppt immer sehr schöne Wörter, die wir ja später brauchen. Oder Runen, oder wie auch immer man die nennt. Runenwörter? Kompromiss vielleicht? Ja. Die wir dann brauchen. Wow. Ja, ich sehe schon, hier ist noch ein bisschen Farmarbeit angesagt, deswegen würde ich vorschlagen, ich mache das mal. Ich fahre mal hier so ein bisschen weiter über die Map. Wir könnten da nochmal kurz einmal gucken. Genau, wir gucken uns noch einmal an, was wir bekommen haben. Und dann fahre ich mal hier so ein bisschen weiter. Ist ja mal ein schönes Ende, die Belohnung einmal abzugrasen. Warifa, was geht? Ja? Stärke weg. Und weg. Schaden gegen Untote. 1 bis 5. Ist aber ein Zweihandstab, ne?
7-9. Was ist die für Party? Nochmal Blitzwiderstand, würde ich auch behalten. Der kann weg. So, und dann haben wir hier nochmal geteilt. Können wir schon bald den ersten bauen. Ah gut, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, meine Stimme ist angeschlagen aus dem Grund, dass ich einfach zu viel rede und zu viel mache in letzter Zeit. Aber da ist ja auch, ne? Ist ja darum halt dran arbeiten, wir beiden gemeinsam. Du mit Garo Plus und ich mit auf mich selbst achten. So, genau. Also ich gehe noch ein bisschen farmen, eventuell mit einem neuen Save. Ich muss mir nämlich auch mal jetzt mal eben kurz ein paar Kleinigkeiten zu essen machen. Und dann sehen wir uns danach wieder. Also ich werde jetzt ein bisschen essen, da ein bisschen farmen. Und hoffe, den Bücherständer zu finden. Wahrscheinlich wird es so sein, ich mache mir jetzt Essen, setze mich hier vor, will gemütlich essen. 3 Schritte im Spiel, Bücherständer. Ist immer so. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis gleich. Tschüss.